Smash It. Das spielen wir jetzt. Auch 15 Minuten lang. Ist jetzt 0:12 Uhr. Ja. Ich habe keine Lust, jetzt 15 drauf zu addieren. Okay, fangen wir doch mal an. Start. Ich kenne das Spiel tatsächlich. Das habe ich früher mal, also ja früher, auch nicht lange her, gespielt. Deswegen hoffe ich, dass ich das nicht ganz so. Boah, leck das. Ja. Also hier sieht man mal, dass der Emulator relativ scheiße ist. Okay, das erwartet man auch von kostenlosen Müll. Ja, der Sinn des Spiels ist es, einfach nur mit Bällen Sachen kaputt zu machen. Ja, es laggt doch kaum. Also. Das merkt bestimmt keiner von euch. Ich werde das trotzdem hochladen. Einfach nur, um diesen Crap-Channel weiter voll zu müllen. Das ist ja sowieso Sinn dieses Channels, qualitativ minderwertige Videos zu produzieren. Mal zu gucken, wie viele Leute sich das denn tatsächlich reinziehen. Ne? Und nein, ich nuschel nicht. Das liegt an dem geilen Mikrofon. Ja, ich das ja mit einer Webcam aufnehme. Wie sich das gehört. Aber an dieser Aufnahme ist jetzt was ganz Besonderes. Ich nehme sie nackt auf. Ja, ihr habt richtig verstanden. Ich nehme sie nackt auf. Für unsere weiblichen Zuschauer. Das wurde sich ganz oft gewünscht. Also, mir wurde geschrieben per Privatnachricht. Hey, John, könntest du nicht mal nackt aufnehmen? Oh Gott, warum sind hier so viele Sachen auf meinem Bild? Ich sehe nichts mehr. Mein Gott. Ja, da wurde ich extra gefragt, ob ich das nicht mal machen könnte. Von einer weiblichen Zuschauerin. Sie heißt Cindy. Ich hoffe, Cindy, es ist okay für dich, dass ich das jetzt so hier sage, ne? Ja, das Spiel ist eigentlich ganz lustig. Es ist nur scheiße am Ruckeln, Alter. Wir haben immerhin ganze, boah, 14 FPS teilweise. Also viel in den Kommentaren wurde geflamed, von wegen, ja, nicht downloaden. Man muss immer von vorne anfangen. Man kann nicht an Speicherpunkten wieder anfangen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch gemacht. Ich habe alles vollgeschrieben, von wegen, nein, download euch das nicht. Ganz schlimm, dass man nicht an Speicherpunkten weitermachen kann. Es ist sehr tragisch. Eigentlich nicht. Also, es ist nur schlimm, wenn man das Spiel absolut nicht kann und auf solche Pyramiden hier klicken. Entschuldigung, aber das kann jeder von euch, oder? Und wer das nicht kann. Es ist wesentlich einfacher, wenn das Spiel nicht so am Laggen ist, aber sonst. Es ist grafisch sehr schön gemacht. Da oben zum Beispiel, da habe ich eigentlich drauf geklickt. Aber, nein, nein, nein. Das lassen wir nicht zu. Wow. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich euch dazu noch sagen soll. Genießt das Spiel. Ich sag jetzt erstmal gar nichts. Ohne Scheiß, wer guckt sich das an? Wer von euch tut das? ja, wenn man das Spiel dann durch hat, also man kann dort bis zum Ende kommen, also nicht, dann gibt es einfach so eine unendliche Strecke, die man weiterfährt. Und der letzte Checkpunkt ist dann halt hinter einem und da hört es dann im Grunde auf. Das ist ziemlich sinnlos. Ich lasse mich jetzt auch mal sterben. Dann kann ich euch zeigen, wie groß die Karte ist und dann habt ihr das jetzt auch schon wieder hinter euch. Ich glaube, so für den ersten Eindruck von dem Spiel reicht es. Das ist eigentlich ein sehr schönes Spiel. Das? Nein. Ist jetzt nicht mehr ernst. So, wer jetzt wird hier noch irgendwas getroffen? Oh. Ja. Und man kann hier hinten
Hier geht das immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und ab da kommt dann so ein endlos geradeaus mit solchen Hindernissen und so. Und das wird immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger. Es ist ein ganz cooles Spiel. Macht auch Spaß. Ist grafisch ganz schön gemacht. Klassisch. Training. Premium. 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 Ja, ihr könntet euch auch ein Premium kaufen für nur 1,84 €. Ja, das kauft ihr euch dann einfach, klickt dann da auf Weiter. Dann löst ihr einen Geschenkgutschein ein und schreibt dort einfach Penis 1, 2, 3 rein. Oh, nein, das hat er jetzt nicht genommen. 2, 3. Dann löst ihr den ein. Und wie ihr seht, das ist ein sehr gültiger Code. Damit könnt ihr immer, auch seit wann gibt es denn hier PayPal? Könnt ihr immer Sachen kaufen, ne? Also, das geht immer. Vielleicht hätte ich das vorher einstellen sollen. Ich würde jetzt, leckt das auch nicht mehr so. Ja, dann fange ich halt da wieder an. Nein, es geht jetzt schon wesentlich besser. Nein, es leckt auch. Naja, okay. Also, wer es mal ausprobieren will, lohnt sich. Es sieht auch schön aus, wenn man die Grafik nicht gerade runterstellt. Ja, dann schaut euch weiter meine super tollen Videos an. Vergesst nicht, ich habe die beste Qualität. Es gibt niemanden, der es besser macht als ich. Und habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder eine schöne Nacht oder einen schönen Mittag oder was auch immer. Jetzt könnt ihr die Hand wieder in die Hose stecken.